Servus zusammen, salve a tutti. Im heutigen Film geht's um Gold. Ich habe jetzt diese Woche doch schon ein paar mehr Aktien gemacht als normal, wie gewünscht. Und heute ist das Gold dran. Aber bevor ich das mache, folgendes zur Info. Am Montag, 12 Uhr, gibt's, früher hieß es Börse to go und jetzt heißt es Börse at home. Da mache ich so eine DAX-Analyse und zeige, wie ich die Scheine finde, anhand des Tools von der Börse Frankfurt. Wir haben also auch ein Zertifikatefinder-zu-Tool. Gott, ist das ein Wort. Das ist also am Montag. Und ihr könnt euch anmelden unter börse-frankfurt.de. Könnt ihr auch Fragen stellen und alles. Ist gedacht auf so eine halbe, dreiviertel Stunde. Einen einzigen Einzelwert werde ich noch dazu nehmen. Ich weiß aber noch nicht welchen. Da suche ich mir noch einen aus. So, jetzt geht es hier zum Gold. Ein bisschen längerer Chart. Und jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen näher ran. Also, das war schon im letzten Film so, dass ich sagte, wir haben hier bei 1834 das 50er Retracement von dieser, also je nachdem wie spitz der Bleistift ist, von dieser Bewegung hier. Und da sind wir genau bis zum 50er dran gelaufen, aber nicht nur einmal, sondern einmal, zweimal, dreimal, viermal. Das heißt, der Markt akzeptiert diese Linie echt als Widerstand. Als Unterstützung habe ich hier von hier kommend den Bereich von, wo habe ich es mir aufgeschrieben, 1789. Einmal, zweimal, dreimal. Das Interessante an dieser Box ist jetzt hier, also mit dem oberen Punkt und dem unteren Punkt, die Bänder liegen innen drin. Das heißt, wenn wir drüber hinausgehen oder drunter fallen, dann brechen wir auch gleichzeitig die Bänder und dadurch kommt da so meines Erachtens nach Momentum rein. Ich halte es heute hier und jetzt, wir haben 17.24 Uhr am 5. August, für nicht absehbar, ob wir da drüber gehen oder drunter gehen. Aber das Ding bereitet was vor. Wir haben jetzt lang genug wieder eine Seitwärtsphase gehabt und das ist schon wichtige Punkte hier. Ja, also hier steht jetzt 18.34, hier für mich ausgerechnet die 18.33 und die 17.89. Aufpassen beim Gold, das macht gerne mal so einen kleinen Fuhler von 5 oder 10 Punkten drüber oder drunter und kommt dann wieder rein. Da muss man also wirklich schnell sein. Es ist nichts zu sehen über das MACD, es ist nichts zu sehen über die Stochastik. Der Chart ist schlicht wichtiger. Und darauf muss man sich vorbereiten. Ich habe das jetzt so gemacht. Ich habe diesen Schein hier, 1741. Damit sind wir auch noch unter dem letzten größeren Verlaufstief. Hier unten drunter. Der kommt bei mir rein, wenn wir diese Marke hier, die 1833, mit einer 4-Stunden-Kerze überbieten. Aber bitte mal wenigstens mit 10 Punkten. Dann kommt der rein. Das ist ein, was ist das? Das ist im Moment fast ein 30er-Hebel. Keine kleine Option. Wird dann ein bisschen kleiner sein. Das ist die GH4F7N. Beim Put ist der Punkt, den ich haben will, eigentlich sogar noch deutlicher. Das ist das 61er Retracement von dieser Bewegung. Dahinter muss ich liegen, also hinter der 1854. Und da kommt mir der hier gerade recht. Das ist ein 32er Hebel mit 1858,67. Ein bisschen drauf achten, die verändern ja jeden Tag ihre Basis. Das ist die GH7P50. Der kommt aber erst dran, wenn wir hier drunter gehen. Also da muss man jetzt einfach ein bisschen Geduld haben. Es bringt nichts, da jetzt so in übertriebenen Aktionismus reinzugehen. Aber das Gold bereitet was vor. Schöne, enge Range. Wie gesagt, das Überbieten mit gleichzeitigem Überbieten des oberen Bollinger Bandes wäre sehr wichtig. Und das Unterbieten von dieser Linie mit dem Unterbieten des unteren Bollinger Bandes auch. Also es wird spannend. Ja, es wird wirklich spannend. Immer mal ein Auge drauf haben. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.